Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ihr seht, wir haben da links noch eine Quest zum Abgeben. Allerdings ist hier noch was in der Nähe, ein Fragezeichen. Und das werde ich gleich als erstes mal noch mit auskundschaften, was das genau ist. Ein Militärlager. Ah ja. Das ist natürlich auch okay. Das könnten wir definitiv noch machen. So, wir verstecken uns erstmal und schauen uns das Lager hier mal an. Wir müssen den Befehlshaber ausschalten. Das Rätsel ist dort. Da wäre sogar noch ein Schatz. Okay, also allzu viel ist hier gar nicht. Ich sehe hier nicht mal ein Leuchtfeuer. Okay. Oh, der hier oben ist inzwischen runtergegangen. Tja, so schnell kann es gehen. Oh, ich habe kein Adrenalin. Ist natürlich ungünstig. Oh, hoppala. Sollte nicht immer die Feuerpfeile rausholen. Ist natürlich logisch, dass dann alles anbrennt. Aber naja, was soll's. Da drüben. Wo drüben? Ich war das aber nicht. So, jetzt haben wir ihn schon mal angefixt. Kommst du hierher? Wo genau steht er? Jetzt muss er uns doch hören, oder? Wo kam das her? Ja. Hat er gehört. Hey! Na? Und? Hier! Ach, easy. Ja. Lass mir hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Na. Spatiaten hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das ist easy. Achtung, pass mal auf, Cassandra. Der hat auch so einen langen Spießer hier. Okay, das wäre dann der Befehlshaber gewesen. Das Rätsel ist da drüben. Hier ist noch eine Truhe. Da spaziere ich jetzt einfach mal rein. Und hole mir meinen Schatz. Habe ich mir verdient. War ein harter Kampf. Zack. Den machen wir gleich so flatt. So, und jetzt gehen wir hier ganz chillig nochmal heran und holen uns auch noch was. Zack. Ja, das ist doch hier. Kinderleicht, Freunde. Oh, hier können wir sogar rein schlittern. Sehr schön, Biotchen. Wir müssen diese ganzen Astragon-Rätsel auch mal suchen. Oh, das hast du nicht gesehen, ne? Ach, chillig, komm. Hab gar nichts gemacht. Ah, schon wieder Kopfgeld. Naja. Es ist ja lange her, dass ich keins hatte. So. Das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Jetzt können wir zu Praxilla zurückgehen. Ihr die Lyra geben, die von ihrem Sohn geklaut wurde. Wo sie gar nicht weiß, dass das ihr Sohn ist. Und dann schauen wir weiter. Ich habe deine Lyra, allerdings nicht in einem Stück. Hoppala. Danke. Oh, Achaikos, was für Ärger hast du dir da wieder eingehandelt? Schade. Okay. Dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Oh, da ist sogar noch was. Aber ja. Cassandra, Schrecken der Diebe. Du hast mir Achaikos zurückgebracht, danke. Doch ich muss dich um noch etwas bitten. Okay, sag an. Ich soll die Lyra reparieren? Scharfsinnig bist du also auch. Sieh, das Holz ist weich, der Körper gesplittert. Sie ist stumpf und tonlos. Oh. Wie kann man sie noch retten?
Kreuzes veranstaltet dieses Fest seit Jahren. Die Stadt wurde ums Fest herum aufgebaut. Und da Instrumente so zerbrechlich wie ein Dichterherz sind, gibt es im Hafen von Kreuzes eine meisterliche Lyrabauerin. Ja, schaff sie doch selbst. Das ist nicht weit weg. Und weil wir nun wissen, dass auf diesen Hügeln nichts sicher ist, brauche ich einen verlässlichen Geleitschutz. Ja. Ich werde dich dorthin begleiten. Na gut, die Reise wird sich für dich lohnen. Nun komm. Ich bin direkt hinter dir. Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Ich sah, wie der Hafen zu einer Stadt wuchs und ein kleines Treffen unter Freunden zu einem riesigen Fest wurde. Meine wahre Heimat. Deine wahre Liebe ist eine Lyra und deine Heimat ein Lyrikfest? Wolltest du dich nie irgendwo niederlassen? Das klingt ja ganz schön aggressiv. Mein Leben ist nicht so leicht, wie du es darstellst. Ich bin wie Zephyros. Ich muss frei sein. Das habe ich auf schmerzliche Weise erfahren. Aha, du denkst also nur an dich selbst. Was ist der Sinn darin, sein Leben nur für andere zu leben? Da bist du nichts als ein Sklave, ein treues Tier. Doch du verletzt andere. Hätte ich das traditionelle und heimische Leben geführt, das man von mir erwartet hat, wäre ich längst verdörrt, innerlich gestorben. Aha. Oder ich hätte mich ins Meer gestürzt. Ich weiß, was ich brauche. Das Fest hier ist wesentlich zwangloser als viele andere, auf denen ich war. Ja, Dionysos beanspruchte unsere Opfergaben an Apollon für sich und entlohnte uns mit Ekstase. Ich kann verstehen, warum es Besucher von nah und fern anlockt. Verstehe mich nicht falsch. Hedonismus. Okay. Ups. Timücha, wo bist du? Weg. Wer macht dir so einen verdammten Lärm? Oh, hat die eine tiefe Stimme. Ach, der süße Geruch der See überdeckt fast, wie du stinkst, Timücha. Praxilla, ich sammle schon die ganze Woche Obst, um dich damit zu bewerfen. Ein Kompliment. Ich brauche deine Hilfe bei Achaikos. Eine Idiotin hat sie entführt. Sie braucht einen neuen Hals. Diese Idiotin? Nein. Diese Idiotin ist gut bewaffnet. Ich brauchte Unterstützung, um Achaikos zurückzubekommen. Nun leistet sie mir Gesellschaft. Nun gut. Gib sie her. Oh, böse zugerichtet. Oh. Du bekommst sie doch wieder hin. Natürlich. Hände wie meine findest du nirgendwo außerhalb Athens. Das Problem ist, dass Achaikos ein besonderer Fall ist. Ich habe Materialien, aber keine, die gut genug für sie wären. Na toll. Was für Materialien brauchst du? Für den Hals habe ich, was ich brauche. Aber die Saiten und die Querstange sind herausgebrochen und durch den Hohlkörper geht ein Riss. Der müsste auch ausgetauscht werden. Wonach genau soll ich suchen? Einige nutzen Knochen für Querstange und Hals, aber nichts eignet sich besser als Holz. Für die Saiten brauchen wir Darm und für den Hohlkörper eine Muschel. Okay. Ich bringe die Materialien, um Achaikos zu reparieren. Aber nur ausnahmsweise. Sammle Wolfsinnereien. Wunderbar. Wo gibt's denn hier Wölfe? Eigentlich überall, oder? Stimmt. Vielleicht könnten wir Ikaros suchen lassen. Such mal, ob hier irgendwo... Ja. Die reichen mir. Perfekt, das ist sogar ein richtig krasser Wolf. Okay. Ob die da hochgesprungen kommen? Entschuldige. Hey, warum? Warum rennt der weg? Wölfe sind wilde Tiere. Ich weide sie für Praxella aus. Ah, komm. Ja, die armen Hunde. Mir tut es auch leid. Also gerade so Tiere töten, das finde ich immer Mist. So, nächster. Einer noch. Ja, komm her. Du hast doch schon mal gebrannt, ne? Ja. Okay. Hoffentlich ist das genug darum für Achaikos-Seiten. Okay, Muscheln. Nein, ich will dich nicht töten. Bleib dort. Bleib dort und du lebst. Flipp. Flipp. Pferde verloren. Guter Trick, oder? Ja, Pferde verloren. Was habe ich eigentlich hier für Waffen?
Muscheln sammeln. Das ist eigentlich viel zu leicht für Cassandra, oder? Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, Muschel 1, Muschel 2, Muschel 3. Diese Muschel wäre perfekt für Praxillas Lyra. Und jetzt noch Weißbirke. Okay. Jetzt werden wir hier zum Baumfäller. Cassandra schubst jetzt Bäume um. Oder liest ein paar Äste auf. Kann natürlich auch sein. Und da drüben, das ist dein Ernst. Dann werde ich mir wohl mal Phobos rufen müssen. Ah, Moment. Moment, Moment. Wir müssen hier mal helfen. So. Ja, easy. Schweine. Haben die den jetzt doch umgebracht? Hoppala. Zack. Hab den jetzt gar nicht gesehen. Aber anscheinend. Ah, ne, da sitzt er. Hey, geht's dir gut? Aufheben. Ne, dem geht's nicht gut. Ich leg ihn mal hier hin. Oh. Dem geht's wirklich gar nicht gut. Vor was kann man einen Schritt hergelaufen, bitte? Danke. Hierher. Hätte ja sein können, dass ich ihn noch retten kann. Man weiß das ja nie. Aber okay. Ach ja, hier ist er wieder so langsam mit dem Reiten. Wenn wir mit Rennen. Na ja, gut, eigentlich. Passt das schon, wenn wir hier durchreiten. Da ist die Questtafel, da will ich jetzt aber nicht unbedingt noch was. Entschuldigung. Nicht unbedingt noch was annehmen. Hier könnt ihr mal aus dem Weg gehen. Oh, okay. Da wird der Hund hier einfach mitmachen, ne? So, jetzt sind wir hier raus. Und jetzt schnell da hoch, die Weißbirke sammeln. Drüben ist ein Kopfgeldjäger. Aber die suchen gar nicht mehr nach uns. Oh, schade. Sag mal, so ein Kampf gegen einen Kopfgeldjäger, das wär's doch, oder? So, guten Tag, keine Sorge, ich tue euch nichts. Ich soll Weißbirke sammeln. Oh, echt jetzt? Ich darf doch nicht. Bäume fällen. Haben ja gerade Hunde. Gerade Hunde gehört. Wo denn? Ich sehe keine. Verlasse den Konflikt. Ach komm. Sogar zwei was hier. Ja, renn ruhig erstmal gegen den Baum. Alles gut. Zack. Konflikt verlassen. Hallo. Konflikt verlassen. Okay. Aber eins noch. Einmal Weißbirke. Ja, da. Das ist genug Holz für eine neue Lyra. Perfekt. Oh, vielleicht kann ich auch Schnellreise machen? Nee, bringt mir nichts. Das bringt mir überhaupt gar nichts. Na dann reiten wir halt so. Hup. Fein machst du das, Phobos. Ich hoffe, dann ist gut mit den Botengängen. Ich möchte wieder was Richtiges machen. Was auch wirklich eine Söldnerin macht. Okay, komm, wir laufen. Danke, Phobos. Aber ich glaube, so bin ich doch schneller und wendiger. Da kann ich hier direkt über das Haus oder durch das Haus durch. Vielleicht kann ich auch durch. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Abend, hallo. Ja, perfekt. Das hätte ich mit Phobos nicht gekonnt. Hätte ich außenrum gemusst. So, dann ist die Lyra wieder ganz und wir haben unsere Ruhe. Ich habe alles, was wir brauchen. Sehr gut, dann gib her. Sei vorsichtig damit. Wenn ich mit dir fertig bin, wird sie mich lieber mögen. Du befingerst sie viel zu grob. Die Beschwerde höre ich aber auch zum ersten Mal. Ah ja. Da ist sie. Schöner als je zuvor. Das nennst du deine beste Arbeit? Das ist
Abzocke. Boah, ist die gemein. Halt doch dein Maul und quäle die Leute mit deinem Gejaule. Danke für die Hilfe. Hier sind deine Drachmen. Ich brauche jetzt Zeit, um Archaikos einzuspielen. Ah, sehr schön. Danach könnte ich allerdings Hilfe gebrauchen. Ach nö. Komm also später gerne mal in mein Zelt. Wenn es sich ergibt, gern. Ach nö. Was hat die denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, was die immer für Hilfe braucht. Die kommt gar nicht zurecht. Irgendwie. Plupp. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Zelt war. Einfach nur hier raus, ne? Ja. Da, wo es schon wieder etwas anzeigt. Aber ich kann auch so schlecht von solchen Quests weggehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl. Da einfach das noch machen zu müssen. Ich meine, vielleicht bringt es ja irgendwie noch was Gutes. Vielleicht kommen wir da irgendwie noch weiter. Ich weiß es nicht. Oh, hier sind gar nicht mehr so viele Leute. Hallo. Die Söldnerin kehrt zurück. Hast du Zeit, Archaikos und mich zu unserer triumphalen Vorstellung zu begleiten? Ach echt? Wir sollen jetzt noch zuhören. Das würde ich ungern verpassen wollen. Wunderbar. Wieder gemeinsam. Oha. Gemeinsam? Aber ich darf doch auf Bezahlung hoffen. Nach meinem Auftritt wird es dir an Drachmen nicht mangeln. Glaub mir. Du hast dein Leben der Kunst verschrieben. Du hast sicher viel zu bieten. Man ich schreibe es. Jeden Abend 100 Gedichte und verwerfe 100 von ihnen nach dem Aufstehen. Zum Glück waren ein paar gut genug, um die Menschen zu berühren. Naja. Hast du ein Lieblingsgedicht? Es gibt ein Gedicht, das mir besonders am Herzen liegt. Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht der Sonne. Danach das Strahlen der Sterne und das Antlitz des Mondes. Und auch reife Gurken, Äpfel und Birnen. Klingt schön, aber wir sollten gehen. Gurken? Aha. Die Sonne gibt uns die Früchte an den Bäumen wie auch die Früchte der Lenden. Praxilla, du sagst, du lässt die Sonne zurück. Warum? Nicht ich, Adonis. Bei seinem Tod wird er gefragt, was das Schönste ist, das er zurücklässt. Für mich gibt es keine größere Schönheit als die Sonne, den Mond und die Sterne. Oh, warum wird er das gefragt? Adonis verkörpert die Schönheit. Was könnte so schön sein, dass selbst er es nur ungern zurücklässt? Okay. Ja, von Lyrik verstehe ich auch nicht so viel. Okay, na dann. Viel Spaß auf der Bühne. Verstehe. Ach, wir scheinen da zu sein. Großartig. Ich danke. Es ist Praxilla. Ich hörte, sie tritt dieses Jahr auf. Praxilla, trag uns etwas vor. Ich trage dieses Gedicht schon seit Jahren vor. Cassandra, wärst du so gut, mir den Wunsch zu erfüllen, es von deinen Lippen zu hören? Bitte was? Das kann ich nicht. Nee. Unsinn. Du hast alles, was du brauchst, um es vorzutragen. Wie wäre es mit etwas Neuem dieses Jahr? Oh, bitte nicht. Ach. Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht der Sonne. Reiset Apollon! Okay. Keine Danach Ahnung. Das Strahlen der Augen und das Antlitz meiner Liebe. Oh, wie romantisch! Ist das eine neue Version? Gut, oder? Und auch reife Gurken, Äpfel und Birnen. Ach, diesen Vers mag ich am meisten. Bitte was? Cassandra, deine Interpretation des Gedichtes hat mich tiefer mit ihm verbunden Voll als gut, je oder? Zuvor. Du hast mich nicht genau zitiert, aber die Emotionen waren da. Schön, dass es dir gefallen hat. Was das jetzt? Es wäre kein Lyrikfest, wenn nicht jemand käme, der für Ärger sorgen will. Praxilla, bring dich in Sicherheit. Ich erledige das. Echt mal. Oh, Leute. Bam. So nicht, Freunde. Entschuldigung. Ey. Was ist das? Boah, was?
Was ist das denn für ein Idiot? Ja, das hat er verdient. So, wer die umgebracht hat. Wer schießt denn hier? Ach, hier drüben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Zack. Das passiert jedes Jahr. Was? Ein paar Trottel trinken zu viel Wein und stürzen sich dann in den Tod. Aber auch noch ich wusste andere. Nicht, dass es auf einem Lyrikfest so lebhaft zugeht. Allerdings, ich muss mich kurz erholen. Gehen wir zurück zu meinem Zelt. Müssen wir dazu laufen? Nein, gut. Sehr gut. Ach, nun ist doch am Ende alles gut. Ah. Praxilla, es kostete mich viele Jahre der Sinnsuche und unzählige Tränen in der Stille der Nacht. Doch nun stehe ich vor dir. Ich bin Archimedes, dein Sohn. Als ich den Namen des Mannes hörte, der meine Lyra stahl, dachte ich mir schon, dass du es bist. Ich habe davon geträumt, dir so weh zu tun, wie du mir und meinem Vater tausendfach wehgetan hast. Doch ich kannte dich nur als die Mutter, die mich verließ. Nicht als die Künstlerin. Wie Adonis, der das Schönste zurückließ, ließ auch ich beim Tod meines alten Selbst das Wertvollste zurück, das ich besaß. Aber du bist nicht tot. Keiner von euch. Nutzt die Gelegenheit und seht, was ihr gemeinsam aufbauen könnt. Ich danke dir für deine Hilfe. Yay, wir haben es abgeschlossen. Coole Sache, Erfolg freigeschaltet. Vermächtnis der Poetin. Wuhu. Haben wir gut gemacht. Sehr schön. Jetzt ist der Spaß hier auch vorbei. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Was es unbedingt zu machen gilt. Hier wäre noch ein unentdeckter Ort. Da ist ein Schiffsdock. Da ist ein Schiffswrack. Hier sind ein paar Bilder. Oh mein Gott. Wer macht denn solche Bilder? Nein, aber so eigentlich sind wir hier durch. Wir schauen mal noch kurz beim Inventar, was wir hier so dazu bekommen haben. Das ist allerdings, denke ich, eher weniger interessant, denn die Quests, die waren jetzt nicht so krass, dass man sagen könnte, okay, ich habe hier super was dazu gewonnen. Ja, das passt schon, Leute. Bogen. Nein, wir haben jetzt einen super Bogen. Jetzt einen richtig guten Bogen. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal nach. Sprich vor dem Thronsaal mit Myrine. Oder finde das Grab, das zum... Ah ja, stimmt. Das fehlt uns noch. Können wir uns dahin teleportieren? Ja, können wir. Sehr gut. Dann weiß ich doch, was wir das nächste Mal machen. Wir suchen das letzte Grab auf. Ich hoffe, ich habe mir die Zeichen gemerkt. Ich glaube, es war der Mond, der Baum und dann kommt jetzt noch das dritte Grab, was wir erkunden müssen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Leute, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.